Stell dir mal vor, du dürftest in einem richtig großen Tonstudio alter Bauart mit einem richtig teuren Mikrofonset echte Drums aufnehmen. Klingt fett, oder? Genau das habe ich für dich gemacht und war mit diesem Mikrofonset für sage und schreibe über 4.500 Euro im großen Aufnahmeraum, in dem unter vielen anderen auch die Toten Hosen aufnehmen. Wie das Ganze ablief, welche Mikrofone das hier waren und wie das Ganze im Endergebnis klingt, gleich hier in deinem Recording-Blog. Es klingt eigentlich nach einem Traum, oder? Man darf in einem Studio mit einem richtig großen Aufnahmeraum ganz in Ruhe das Schlagzeug aufbauen, teure Mikrofone aufstellen und dann mal eben die Drums für den nächsten Welthit aufnehmen. Aber genau das haben mein Kumpel Björn und ich gemacht, und zwar mit diesem Mikrofonset hier von DPA, dem DPA, Achtung, DDK 4000 Set für satte 4.598 Euro direkt beim großen T erhältlich, falls du gerade eine lockere Börse hast. Kurzer Disclaimer vorneweg, dieses Video wird unterstützt von DPA, die mir auch dieses tolle Mikrofonset zur Verfügung gestellt haben, so reich bin ich nämlich leider nicht, und dass ich dann auch nach diesem Video leider wieder zurücksenden darf. Aber DPA sieht dieses Video natürlich nicht vorher und hat wie immer auch keinen Einfluss auf das, was ich dir jetzt gleich erzähle. Zurück zum Thema. Wir waren also im großen Studio, um genau zu sein, in den legendären Hallen der Prinzipalstudios und haben dort einen Song aufgenommen, zusammen mit dem Producer und Mix-Mastering-Engineer Vincent Sorg, der unter anderem für den unfassbaren Sound der letzten Hosenplatten verantwortlich zeichnet, aber zum Beispiel auch gerade mit Saltatio Mortis einen Metal Hammer Award gewonnen hat mit einem 9-Minuten-Track. Das muss man sich mal vorstellen, 2024, ne? Ein ausführliches Interview mit Vincent, der übrigens ähnlich kamerascheu ist wie Serban Guinea zum Beispiel, verlinke ich dir am Ende dieses Videos, und falls du dich dafür interessierst, wie Vincent grundsätzlich einen Mix aufbaut, habe ich im Premium-Bereich vom Recording-Blog neben unzähligen anderen auch ein sehr ausführliches Mix-Tutorial mit Vincent, in dem er jeden einzelnen Schritt seines Mixes im Detail erklärt. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, und den Weg zum Premium-Bereich findest du hier oder direkt unter dem Video verlinkt. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wir schauen jetzt mal zusammen ins Set. Also, die Tür geht auf und du siehst erstmal alles super sauber aufgebaut. Wir haben hier jede Menge Mikrofone. Wir haben hier zwei 2015. Wir haben hier ein 4055, also 2015 für die Overheads, das 4055 für die Bassdrum. Und dann haben wir hier ein 2012 für die Snare. Und dazu noch drei Mikrofone für die Toms. Das sind 4099. Das erstmal zu den Bezeichnungen. Was hat es damit auf sich? Das 2012 hier zum Beispiel ist nicht nur ein gutes, ein sehr gutes Kleinmembran-Mikrofon, das auf der Neumann-Ebene spielt, mit dem man auch Akustikgitarren aufnehmen kann. Hier für die Snare jetzt vorgesehen, aber du siehst schon, es ist multi-einsetzbar hier, das ganze Set. Die Bassdrum hier, das 4055, ist im Gegensatz zu vielen anderen Mikrofonen ein nicht verbogenes Mikrofon. Das heißt, die EQ-Kurve hier ist flat, die ist also nicht vorgebogen für Bass oder für Bassdrum Einsätze oder sonst was. Du kannst damit also auch andere Dinge aufnehmen. Die 2015 hier haben als Overhead-Mikrofone ihre Funktion zu suchen, und das sind sehr breite Nieren. Ich komme gleich nochmal eben kurz zu der Richtcharakteristik der Mikrofone, aber das sind breite Nieren, die oben drüber sind. Und dann haben wir hier noch diese Supernieren hier, die an den Toms montiert werden können, die aber eben nicht nur ausschließlich auf Toms abonniert sind, denn die Flexibilität dieses Sets ist jetzt eben nicht nur auf Drums abonniert, sondern das Ganze ist auch flexibler einzusetzen. Wir haben also die Drums mit diesem Mikrofonset aufgenommen, und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist alles flexibel einsetzbar. Diese Mikrofone, die 4099 zum Beispiel, sind Hypernieren. Die haben dann einen relativ engen Winkel, in dem die den Sound aufnehmen, und sind aber mit anderen Klemmen als diesen hier, die sind jetzt für Toms gemacht, sind sie auch zum Beispiel für Bläser sehr gut einsetzbar, für Streicher, für Akustikgitarre. Du siehst also, du kaufst nicht einfach nur ein Set für Drums, sondern du kannst es dann auch entsprechend an verschiedenen anderen Stellen einsetzen. Und da gehören dann noch hier ein paar Kabel dazu, die du dazu kriegst. Die sind hier so schön eingepackt hier in dieses Ding für jedes Mikrofon. Und dann gibt es da noch einen Adapter von Mikroport auf XLR, damit du sie auch direkt verdrahten kannst. Passt schon mal alles so zusammen. Das 2012 Mikrofon, damit habe ich schon Akustikgitarre aufgenommen, macht auch wunderbar Spaß, mache ich demnächst auch nochmal ein separates Video dazu. Schönes, ausgeglichenes Mikrofon auf dem Niveau von Neumann KM184 heißen die, glaube ich. Also auch in der Region, kostet solo 730 Euro, im Set dann etwas mehr als 1000 Euro. Kann man wunderbare andere Dinge auch mit aufnehmen. Also wirklich alles, was dir vor die Flinte kommt, das ist eine Niere. Das heißt, die hat den normalen Öffnungswinkel von einer Niere. Das heißt, bei 66 Grad auf der Seite verliert das Ganze dann 3 dB. Ist also eine ganz normale Nierenanwendung. Dann haben wir hier eine offene Niere für die Bassdrum. Die offene Niere hat einen Öffnungswinkel von, wenn ich mich nicht täusche, von 90 Grad.
also bei 90 Grad im Verhältnis zur Front hier vorne, ich hole es mal raus hier, ist auch eine Halterung dabei. Also bei 90 Grad hier an der Seite sind 3 dB Dämpfung. Das heißt, du siehst, also in dem kompletten Bereich hier wird aufgenommen. Das heißt, die ganze Bassdrum kann abgebildet werden, aber eben nicht nur Bassdrum, sondern natürlich auch E-Gitarre oder Bass kannst du damit aufnehmen. Eigentlich alles, was irgendwie da ist, denn die EQ-Kurve von dem Mikrofon ist, wie gesagt, nicht vorgeprägt, wie zum Beispiel beim Audix D6 oder so, sondern das ist wirklich ein Allround-Mikrofon, nur eben in der Form eines Bassdrum-Mikrofons. Und dann die 2015, die wir hier haben, das sind offene Nieren. Das heißt, sie haben einen relativ breiten Winkel, nicht direkt eine ganz breite Niere, oder ist, glaube ich, sogar eine breite Niere, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich meine, dass sie einen Öffnungswinkel von ungefähr 71 Grad haben, also bei 71 Grad im Verhältnis zur Front, 71 Grad müsste hier irgendwo sein, verlieren die dann 3 dB. Das heißt, in diesem Bereich nehmen die auf, als Overheads natürlich sehr gut geeignet, um das gesamte Schlagzeug abzubilden. Das auf jeden Fall am Rande. Das heißt, du kannst mit diesem Set alles aufnehmen, was dir irgendwie vor die Flinte kommt. Die einzelnen Mikrofone sind jetzt nicht irgendwie gebrandet auf irgendwas, dass du nur Drums damit aufnehmen musst. Du hast also wirklich ein Allround-Set hier, kannst natürlich auch Drums damit aufnehmen und wie gesagt mit anderen Klammern hier kannst du das auch an Violine dran machen oder an Bläser oder was auch immer dir gerade vor die Flinte kommt. Flügel kann man damit übrigens auch wunderbar aufnehmen mit den 4099. Gab es schon begeisterte Blicke, als ich das im Studio ausgepackt habe. Also kein Mic-Set, ausschließlich für Drums, aber jetzt habe ich so viel geredet, dass ich schon quasi durch den Bildschirm in deinen Augen lesen kann, wie klingen denn die Drums damit eigentlich? Das verrate ich dir direkt gleich hier in der Session. Wenn du das aber selber in deiner DAW auch selber hören möchtest, also unverfälscht durch YouTube oder den Kompressionsalgorithmus oder was auch immer, was hier stattfindet in dem Video, dann kannst du dir über den Link hier unten in der Videobeschreibung alle rohen Spuren herunterladen und selbst beurteilen, wie dir der Sound der unbearbeiteten Aufnahme gefällt. Schreib mir und uns natürlich gerne deine Meinung auch direkt unten in die Kommentare. Jetzt aber rüber, los geht's. Du siehst jetzt hier die Session von This Ain't a Love Song, den Song, den wir im Prinzipalstudio aufgenommen haben mit Vincent Sorg zusammen. Und hier in grün eingefärbt sind die ganzen Drumspuren. Und wenn wir mal ein bisschen runtergehen, dann siehst du, dass der ganze Song hier aufgebaut ist und so weiter und so fort. Aber wir sind ja wegen der Drums hier. Und damit du einen kleinen Vorgeschmack davon bekommst, wie denn wohl die fertig gemischten Drums klingen können, hören wir doch mal da kurz als kleiner Teaser vorher rein. Also los geht's, viel Spaß. Und im Rough Mix vom Song schon fast fertig. Voll auf die Fresse Musik, aber wir haben richtig Spaß gehabt beim Aufnehmen und es wird demnächst auch im Premium-Bereich tatsächlich ein ausführliches Mix-Tutorial zu diesem Song geben. Wenn du also nicht verpassen möchtest, wenn das rauskommt, Mix-Tutorial mit Vincent Sorg übrigens zusammen, dann trag dich ein auf dem kostenlosen Newsletter oder im kostenlosen Newsletter auf recordingblog.com, denn da gibt es nicht nur Hinweise zu dem, was neu rauskommt, Masterclasses, Premium-Bereich etc. pp., sondern auch regelmäßig neue Tipps aus der Recording-Welt. Also solltest du dich nicht für meine Produkte interessieren, hast du immer noch den Vorteil, dass du modernste und neueste Tipps aus der Recording-Welt übernehmen kannst und jede Woche so ein kleines bisschen Inspiration bekommst, vielleicht was Neues auszuprobieren, neben den Videos und allem anderen, was hier stattfindet. Wie gesagt, kostenlos, Newsletter auf der Homepage vom Recording-Blog. Aber wir sind ja wegen der Drums hier, die wir jetzt hier grün eingefärbt sehen. Und hören jetzt mal rein in die nackigen Drums, die wir, wie gesagt, mit dem DPA-Mikrofonset aufgenommen haben. Und dazu gehe ich jetzt hier mal auf die Mischeransicht. Und da haben wir jetzt hier die ganzen Spuren vorliegen. Und wie du hier sehen kannst, habe ich hier eigentlich alles rausgenommen. Ich habe hier nur ein paar Equalizer vorbereitet. Die Idee ist, dir zu zeigen, dass wir erstmal in die nackigen Spuren reinhören, das also, was aufgenommen wurde von den DPA-Mikrofonen. Dann zeige ich dir, wie du diese sehr unverfälscht aufnehmende Mikrofone ein kleines bisschen mit dem Equalizer verbiegen kannst, sodass es danach dann nach echtem Schlagzeug klingt. Kein despektierlicher Vorwurf an die Mikrofone, ganz im Gegenteil, sie sind ja Allrounder, habe ich ja gesagt, und dementsprechend sind sie natürlich klanglich nicht vorgeformt und dann das Nachformen habe ich dann ein bisschen mit Equalizer gemacht. Aber wir hören zunächst einmal rein hier, ich mache mal den Equalizer auf der Bassdrum aus, den Equalizer auf der Snare aus und wir hören auch hier gleich ohne Equalizer auf den Overheads. Und aufgenommen haben wir insgesamt von den Mikrofonen, also vom Schlagzeug von Björn, haben wir die Bassdrum aufgenommen, die Snare aufgenommen. Wir haben 2 Toms nur aufgenommen, nicht 3. Und wir haben Overheads natürlich links und rechts im großen AB aufgenommen. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Kick. Die ziehe ich jetzt mal hier einfach solo und wir hören mal rein, wie die Kick erstmal solo aufgenommen nackig klingt. Also erstmal ein relativ nüchterner
Sound von der Bassdrum, also die Bassdrum ist abgebildet, ist aber jetzt nicht overhyped irgendwie. Es gibt nicht irgendwelche Hervorhebungen im Kickbereich zum Beispiel oder der Bass ist überbetont, sondern es ist sehr flat im Prinzip in der Frequenzkurve, sodass man dann hier mit diesem Signal auch formen kann. Ich habe ja gesagt, mit dem Mikrofon kann man auch andere Dinge aufnehmen. Aber wie gesagt, man kann mit dem Equalizer hier formen und das habe ich dann auch mal gemacht. Ich habe hier ein kleines bisschen mit dem Equalizer geformt, wie das hieß. Ich habe hier 4 dB rausgenommen bei 70 Hertz, weil die doch ganz schön Schub unten rum hat. Ein bisschen bei 200 Hertz rausgenommen und dann noch ein bisschen im Bereich 750 Hertz rausgenommen und den Klickbereich natürlich hier vorgehoben. Und wir hören mal, wie sich dann der Sound von der Bassdrum, von der nackigen DPA Bassdrum Sound wieder sich verändert. Wow, über das Low End kann man noch streiten. Mal gucken, dass wir ein bisschen mehr reingeben. So, dass der Subwoofer auch ein bisschen arbeitet, ne? Ohne. Das ist jetzt der Sound von einer modernen Bassdrum, aber du hörst schon, dadurch, dass die Mitten auch da sind, hast du natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, einen anderen Sound mit zu formen. Und das ist der große Vorteil von diesen unverbogenen Mikrofonen, dass du eben nicht diesen vorgeformten Sound hast und dann festgelegt bist auf ein Genre oder auf einen Sound, sondern du hast ja alle Möglichkeiten und kannst hier den Sound gestalten. Also, Bassdrum finde ich gar nicht so schlecht gelungen. Du siehst, dass wir daneben mit dem ML2 auch aufgenommen haben, aber die Spur ist tatsächlich und ehrlich gesagt unbrauchbar, denn wir haben tatsächlich einen Fehler beim Aufnehmen gemacht. Man hört das Fell vibrieren und die Luft im Schlagloch, also hör mal. Wupp, 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 wupp. Deswegen hätte ich dir das gerne als Vergleich angeboten, aber wir haben tatsächlich auch da im großen Studio einen Aufnahmefehler gemacht. Aber der soll uns nicht weiter aufhalten, denn letztendlich sind wir ja wegen der DPA-Mikrofone hier. Und gehen wir direkt weiter zur Snare. Die Snare haben wir auch aufgenommen mit dem DPA, mit dem 2012 dann in dem Fall. Und die 2012 finden wir dann hier. Warte mal, schalten wir mal einmal auf Solo. Jetzt muss ich mal kurz die richtige Spur finden. Hier ist ein Riesenchaos. Hier, da, Snare. So, da ist die Snare. DPA, Snare-Sound. Ohne Equalizer und dann zeige ich dir gleich mal, was ich mit dem Equalizer gemacht habe, um die Snare noch ein bisschen mehr in die Richtung Snare-Sound zu biegen. Hören wir mal rein. Auch hier mal kurz im Vergleich zum ML2, da haben wir es nämlich ordentlich aufgestellt. Ist ganz dünner, ein bisschen spitzer. Also das Angebot vom DPA-Mikrofon gefällt mir ganz gut, weil es ist alles da und ich drehe lieber raus als rein. Also Sachen, die nicht da sind, kann man ja schwerlich reindrehen, deswegen drehe ich lieber raus und habe dann hier auch mit dem Equalizer ein bisschen nachbearbeitet, den dann so eingestellt. Und du hast es ja vielleicht gerade schon gehört, da sind eine ganze Menge Resonanzen in der Trommel drin. Manche Leute lassen die drin, ich drehe sie gerne raus. Das heißt, wir haben hier ein paar Resonanzen, einmal bei 183 Hertz, eine bei 274 Hertz und eine bei 525. Jetzt klingt eigentlich dramatischer, als es ist, aber ich kann dir gleich mal kurz zeigen, was die tatsächlich machen, damit du auch einen Eindruck davon bekommst, was die Snare abgeliefert hat. Nicht das Mikrofon wohlgemerkt. Also hören wir mal, ich mache diesen Equalizer jetzt mal an. War schon fast zu dünn, ne? Den drehen wir mal wieder zurück. So, besser. Ne, manchmal hört man sich ja auch ein mit seinen Ohren und einigt sich auf den Sound, aber letztendlich. So gefällt mir der Sound zumindest solo abgehört besser. Müssen wir gleich mal zusammen im Zusammenhang mit den anderen Instrumenten nochmal hören. Also, Snare-Sound soweit verbogen und ich hebe dir mal eine Resonanz vor, damit du weißt, was ich hier rausgenommen habe. Die nehmen wir mal kurz hoch hier. Ne? Das habe ich rausgenommen. Und auch das hier. Komm, wir machen noch eine, wo wir gerade so schön dabei sind. Nicht ganz getroffen. Aber im Prinzip. Das ist der Sound, den ich jetzt dazu schieben würde und zusammen wird aus den beiden dann quasi schon fast ein Schlagzeug. Und vielleicht weise ich noch kurz darauf hin, wenn wir die Kick nochmal einzeln abhören. Achte mal drauf, wie wenig eigentlich vom Rest des Schlagzeugs, obwohl Björn wirklich drauf trommelt, wie wenig vom Rest des Schlagzeugs eingefangen wird, also Mic Bleed quasi. Relativ wenig Becken, Snare. Die Konzentration ist auf der Bassdrum und auf dem Sound der Bassdrum, also wirklich gut gelungen. Und zusammen mit der Snare. Da ist natürlich Hi-Hat drauf, Logo.
Und um aus dem Ganzen noch ein echtes Schlagzeug zu machen, brauchen wir jetzt erstmal die Overheads. Die geben wir auch mal dazu. Die Overheads schiebe ich jetzt einfach mal nach Geschmack dazu. Und auch hier habe ich zwar mit einem Equalizer nachbearbeitet, aber ich schiebe sie erstmal nackig dazu. Und du siehst, wie aus Bassdrum, Snare und den beiden Overheads dann direkt zusammen ein echtes Schlagzeug wird, ohne dass ich jetzt groß Kompressor drauf habe oder sonst was immer. Ich habe hier nur einen Limiter zum Lautmachen drauf, weil die Signale natürlich aufgenommen zu leise sind. Aber das hat quasi keinen Einfluss auf den Sound. Deswegen kannst du sicher sein, dass du hier den nackigen Sound auch hast. Und wie gesagt, du kannst dir die Spuren ja für deine DAW auch runterladen, ne? Link unten in der Videobeschreibung. Schieben wir mal die Overheads dazu und machen mal hier das Solo aus, damit wir hier dann nur alles hören, was auch wirklich relevant ist. Also Overheads. Du merkst, wie das Snare-Sound sich dann auch verändert, weil es kommt ja aus den Overheads dann nochmal der Gesamtblick aufs Schlagzeug dazu. Also ehrlich gesagt, das klingt schon echt nach Schlagzeug. Kann man echt so stehen lassen. Ne? Wir haben nur Bass, Drum, Snare und die Overheads und zwei Equalizer draufgeschaltet. Und zack, klingt schon direkt nach Schlagzeug. Okay, guter Schlagzeuger, kann man stehen lassen. Aber auf jeden Fall gut. Aber auch bei den Overheads habe ich hier noch ein bisschen mit dem Equalizer nachgearbeitet. Du siehst, aber es ist nur ein Low-Cut oder ein Low-Shelf in diesem Fall. Weil ich immer Ärger kriege mit unserem Mastering-Freund Björn Schlüter. Ich soll nicht so viel Low-Cuts benutzen, sondern lieber Low-Shelfs. Die sind nicht so invasiv bei dem Sound. Beides funktioniert für mich auf jeden Fall bei Overheads auf jeden Fall ganz gut. Und ich habe hier mit dem Low-Shelf einfach nur ab 350 Hertz ein bisschen abgesenkt, 6-7 dB. Und lass das dann dabei. Wir nehmen den mal kurz dabei. Also ich glaube nicht, dass der Sound dadurch viel besser oder schlechter wird, aber ein bisschen aufgeräumter. Bisschen druckvoller. Overheads nochmal solo abgehört. Ohne den Equalizer. Ja, hat eher kosmetischen Grund. Ich lasse den mal aus. Ne? Heute ist meine Stimmung, ich lasse den Equalizer aus und lasse das Schlagzeug so stehen. Und zum Gesamtsound fehlen natürlich dann auch noch die Toms, die wir aufgenommen haben. Die Toms habe ich jetzt mal nicht freigeschnitten gelassen. So. Oder doch, ich habe sie freigeschnitten gelassen. Ich zeige dir aber gleich mal kurz, was da tatsächlich Tom-Mikrofone auch aufnehmen. Aber wie gesagt, du siehst hier, ist alles eigentlich sauber geschnitten, sodass wir nur die Tom-Läufe hören. Wir gehen mal ein kleines bisschen vorher schon rein, damit du auch hier diesen Drum-Roll hier auf dem Floor-Tom siehst und auch hörst. Vor allem hörst, ist ja ganz wichtig. Und wir nehmen mal die Overheads da, die Tom-Mikrofone dazu. Ach, so viele Mikrofone, es macht doch eigentlich Spaß, daraus ein komplettes Instrument zu mischen, oder? Also, nehmen wir mal das Ganze dazu und ich schiebe mal die Toms jetzt einfach mal dazu. Nehmen hier das Solo raus, nehmen hier das Solo raus und dann nehmen wir hier die Toms dazu und mischen jetzt einfach mal hier, boah, komm, Nachgeschmack irgendwie so, ne? Also, los geht's. Nur Panorama, sonst nix. Das war ein bisschen lauter noch. Eine Stelle erwischen, wo die Toms ausspielen. Nehmen wir mal hier diese Stelle. Und jetzt hier im letzten Refrain. Ja, ein bisschen da, so. Einwandfrei, aber ich ziehe nochmal kurz die Tom-Spuren hoch, damit du auch hörst, was die vom Drumset drumherum aufnehmen. Gucken wir mal kurz, dass wir das hier ein bisschen größer ziehen und die beiden Spuren ein bisschen größer machen hier so. Und dann hier in Cubase ein bisschen aufziehen und wir hören mal nur die beiden Spuren hier solo, damit du auch weißt, worüber wir reden, was die Toms an Mic-Bleed aufnehmen. Ja, ist halt ein Schlagzeug, ne? Aber wenn die Toms kommen, dann hört man es tatsächlich, dass es gar nicht so viel ist. Ne? Also die Toms sind wirklich gut freigestellt. Sauber. Und wenn wir das Schlagzeug mal ohne das Solo von den beiden Toms hören, mit den wirklich nicht sauber gemachten Tom-Spuren, sollte das eigentlich auch ordentlich sein. Warte, ich ziehe die mal ein bisschen nach vorne. So. Ohne. Bisschen aufgeräumter. Bisschen voller. Und Achtung, jetzt kommen die Toms dazu.
Ich glaube, das kann man gelten lassen oder so, ne? Also mit den DPA-Mikrofonen, ja gut, wirklich eine hohe Preisrange, aber man kann tatsächlich sagen, damit sind wirklich hochwertige Aufnahmen möglich. Und wie gesagt, du bist nicht festgelegt auf ein Genre, auf ein Instrument, sondern du kannst natürlich andere Dinge damit auch aufnehmen. Und als kleiner Ausspann und als kleiner Ausblick nochmal, hören wir jetzt nochmal in den Rest von dem Song nochmal einmal rein für dich als Appetit haben. Wie gesagt, wenn du nicht verpassen möchtest, wann das Mix-Tutorial im Premium-Bereich rauskommt, dann trag dich im Newsletter ein und es lohnt sich ja sowieso da reinzugehen. Und falls du vielleicht wissen willst, wie ich noch mehr mit Equalizer umgehe und vor allem, wie man die einzelnen Frequenzen benennen, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.